Am 4. November lud der Presseclub Mecklenburg-Vorpommern zum 25. Landespresseball Mecklenburg-Vorpommern in die Stadthalle Rostock ein. Rund 1000 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Sport, Politik und Medien folgten der Einladung. Medien und Wirtschaft und Politik und Kultur und Sport, das ist ja manchmal ein fast symbiotisches Verhältnis, oft aber auch ein Spannungsverhältnis. Und ich sage mal, Spannung, das ist gut. Weil Spannung bringt Stimmung hinein. Spannung sorgt dafür, dass Menschen sich für die Dinge interessieren. Und die Aufgabe von uns Medien ist es, Dinge von öffentlichem Interesse öffentlich zu verhandeln. Schirmherrin Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, betonte die Bedeutung von gutem Journalismus und einer vielfältigen Medienlandschaft. Wir leben in einer Welt, wo wir eher jeden Tag über die Nachrichten erfahren, dass es viele Krisenherde, viele Unruhen gibt um uns herum. Und wir leben in einer Welt, wo leider sich die Medienfreiheit und Pressefreiheit, die ein hohes Gut unserer Demokratie ist, nicht verbreitet, sondern immer wieder eingeschränkt wird. Denken Sie an die Journalistinnen und Journalisten, die in diesen Tagen nicht in Freiheit sind, sondern eingeengt sind, sogar verhaftet sind, wie zum Beispiel in der Türkei. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch an so einem Abend daran erinnern, dass Frieden, Freiheit, Demokratie eben kein Selbstverständnis ist, sondern eben von allen behütet, gewahrt, aber auch immer wieder erneut erstritten werden muss. Auf dem Weg in den Ballsaal flanierten die Besucher durch verschiedene Stände, darunter Juwelier Grabe und der Golfverband Mecklenburg-Vorpommern. Der Landespresseball MV gilt als das gesellschaftliche Ereignis unseres Landes.